stopp, stopp, oder doch nicht stopp. Ach, wieso stopp? Ich sag hi, guten Tag, alle gut beieinander, mir geht's gut, sieht man doch immer wieder. So, ich habe wieder eine Handvoll Kleinteile bekommen. So, ich klemme eben das Mikro an, das könnte ein bisschen knistern und rauschen, weil das teste ich gerade aus. Ich hoffe, ich schreie nicht zu laut. Ja, diese Sachen, denke ich, und sollten, so, ich stelle euch mal hier vernünftig ein, sollten für meine Elektrik bzw. für meine Solaranlage sein. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, was drin ist. Das ist auf jeden Fall verdammt schwer. Ich habe noch Bestellungen hier liegen von vor Weihnachten, sprich Anfang, Mitte Dezember, die ich noch nie ausgepackt habe. Aber schwer ist es. So, knistern tut es auch. Ach nee, ja doch. Jetzt sehe ich schon, das sind die Halterung für meine, oh fuck, diese verklebte Panzerung hier. Material kann man ja wieder gebrauchen zum Wiederverpacken. Das sind meine Halterungen. Oh. Alter Falter. Die Winkel für meine Solarplatten. Mit Schrauben. Das wird auch Zeit, dass das kommt. Och, ich kriege das nie auf. Ist das denn da? So, jetzt habe ich aber hier den Tee auf. Lass mich doch hier von so ein bisschen Folie nicht ärgern. Davon habe ich doch noch einiges hier rumliegen. So, aufmachen wir. Raus hier. So. So, das sieht nach Edelstahl aus. Sehr gut. Ob ich die gebrauchen kann, weiß ich noch nicht. Das sieht so nach Blechschrauben aus. Eins, zwei Beutel, keine Ahnung. Ach, da kommen noch welche. Drei Beutel, vier Beutel. Einer ist mir da eben runtergefallen. Das sind 1, 2, 3, 4 M6er Schrauben mit M6er Muttern. Federringe und Unterlegscheiben, vier Stück, also ich denke mal 1, 2, 3 Stück habe ich da. Da könnte ich 1, 2, 3 Solarpaneele mit befestigen, so wie ich das jetzt auf dem ersten Blick sehe. So, das sind Aluwinkel. Das fühlt sich schon sehr gut an, sieht auch gut aus. Ich mache mal eine Packung auf hier. Ich hoffe, ihr seht das, was ich euch hier so verklicke. Oder bin ich zu hoch? Zu tief. Ich drehe mal ein bisschen höher hier. So. Muss ich mich nicht so bücken. So, die sehen auch schön leicht. Sehen gut aus. Jetzt schaue ich gerade mal. Ich denke mal, dieses Teil, das kommt an das Solarpanel. Und das dann eben auf die Schiene bzw. auf der Dachleiste, was auch immer. Da habe ich 4, 8, 12, 16 Stück von. Oh, wir haben 15 Uhr. Hey, der Stefan kommt gerade mit seinem Auto und Anhänger hier vorbei. Ist auch gerade am Umbauen hier. So, das ist auch schon mal was. Viel zu lange. So, jetzt gucke ich noch hier rein. Das müsste, habe ich schon angeschnitten. Das sind, und das sollten die Batterieklemmen, ja, Batterienklemmen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mal 12 Stück. Ich habe zwar noch nicht so viele Batterien, aber, ja, da kommt noch was. Ich habe mir jetzt gerade eben am Wochenende zwei Gelbatterien mit, also 12 Volt, 1200 Ampere, glaube ich. Ampere, aha, no, nicht Ampere, sondern aha, und 800 Ampere, so.
So was steht da, glaube ich, drauf. Aber das kommt demnächst. Ja, fühlt sich gut an. Das ist Aluguss, möchte ich mal sagen. Ich habe leider jetzt gerade keine Pfeile da. Ja, aber das feile ich mir mal an, um zu sehen, was das für Material ist. Sehr schön. So, das war weg damit. Weg damit. Weg damit. Und jetzt. Und jetzt kommt der Hammer, hoffe ich, wenn ich mein Messer wieder finde. Wo habe ich das denn jetzt versteckt hier? Da ist es. Und ist noch irgendwas drin? Ach, da sind noch mal Schrauben drin, seht ihr? So geht das. Noch eine Packung Schrauben in der Verpackung. Das hier ist meine neue. Oh, den machen wir mal ab hier. Da ist die Rechnung mit drin. Man sieht, es ist schon am Karton. Ja, liebe Leute, schaut mal rein. Das sieht doch schon richtig geil aus. Und zwar ist das mein neuer Verteiler. Warum? Den nutze ich gleich komplett für meine ganze Campinganlage hier. Da ist also einmal ein FI-Schalter, sind die drei Standardsicherungen dahinter, sieht es frei aus. Und eben hier sechsmal Schokostecker, wo ich meine ganzen Sachen besser, simpler und einfacher absichern kann. In den Kasten kommt die Zuleitung rein, hier vom Campingplatzbetreiber praktisch. Also das heißt, wenn ich hier mal umbaue und bastel, kann ich direkt hier einzeln abklemmen, dass kein Saft drauf ist. Wir haben nämlich hier das Problem, selbst wenn ich habe hier alles abgesichert, aber selbst wenn ich die Sicherung runterklappe und ich an die Steckdose gehe, wie auch immer, hauen dir die Sicherung raus, beziehungsweise der Haupt-FI raus, also musst du wieder beim Platzwart anbimmeln, dass er mal eben vorbeikommt und den FI wieder reinhaut. Und das will ich damit halt unterbinden, damit ich endlich meine Ruhe habe. Und ihr liegt jetzt im Keller, habt ihr gesehen oder gehört und gefühlt. Aber es passiert halt, ja, wir sind ja am Leben hier und da passieren auch mal so kleine Ungeschicktheiten. So, ich wünsche euch was. Alles Gute vom Kanal. Norbert vom Kanal. Und dieses Teil, da bin ich ja so richtig mega glücklich, dass es gekommen ist. So, bis dann. Alles Gute. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Mach mir einen Kaffee. Lasst mir mal ein Abo da. Oder auch ein Like. Oder auch mal einen netten Kommentar. Vielleicht auch ein bisschen Info, was ich anders machen könnte. Seht ihr die Sonne? Sie kommt durch, aber es ist leider sehr dunstig hier heute. Wir haben so gerade 15 Uhr, genau. Der Stefan ist ja gerade durchgefahren. Ab 15 Uhr dürfen die Autos wieder hier rumfahren bis 20 Uhr. Und dann haben wir wieder Ruhe hier. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund und munter. Mir geht's gut. Wie gesagt, Norbert vom Kanal. Wunderbar. Ciao, ciao, ciao.